So, moin Leute, willkommen zurück zu Elden Ring. Ich besorge mir heute mal eins der etwas geheimeren Waffen, was auch richtig, richtig gut ist. Ich hoffe, ich schaffe das auf First Try. Denn hier wird gleich nachts ein Riesenvogel, du bist es nicht, erscheinen. Da vorne ist er. Und den muss ich besiegen. Ich glaube, dafür besiege ich aber erstmal den, oder? Der gibt mir jetzt ein bisschen umsack. Muss weg. So, da vorne steht er. Oh Mann, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Weg mit dir. So, da hinten ist der. Erstmal den goldenen Schwur. Und dann geht's nochmal eine Heilung rein. Und dann Abfahrt. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. First try. Ich denke mal, der wird in diesem Gebiet noch nicht so krass stark sein. Der Todesriesenvogel. Ja, das kriege ich. Für so einen abzieht. Och, 1000, okay. Kurz ein. Jetzt macht so einen Strahl. My friend. Zack, und jetzt kriegen wir ein richtig geiles Schwert. Also dieser Vogel, ich zeige euch gleich, wo der ist. Der kommt nur nachts. Und dann gibt's das Schüreisen des Todes. Und das hat eine richtig geile Special-Attacke. Der Todesriesenritenvogel, der ist hier anzutreffen. Nachts. Und geht einfach von der Drachenkommunion. Der Weg wird nicht mal eine Minute. Und dann steht er hier, abgesehen, der ist jetzt nicht so stark. Moin, Money. So, und die Waffe braucht 15 Stärke, 17 Geschicklichkeit, 11 Weisheit. Also wieder eine magische Waffe, die relativ wenig Zeug braucht und die auf Frost auslöst. So. Das ist die Waffe. Und ihr seht schon Geisterflamme entfachen. Die ist halt richtig gut, diese Attacke. Und ich level die mal eben hoch auf Level 10, auf Level 9. Und dann gehen wir mal ein paar starke Gegner damit killen. Bis gleich. Ich habe jetzt die Waffe gelevelt und wir gehen mal kurz Schloss Sturmschleier, weil hier ist immer direkt so ein Riese. Und ich finde, da kann man das immer ganz gut sehen, wie viel Schaden die jetzt drückt. Na? Na? Ja. Ja, die macht so Schaden über Zeit. Ist ganz geil eigentlich. 2, 4, 6, 8, 1000. 1500. Geht sehr, sehr schnell. Löst Frost aus. Ist irgendwie geil. Ist so ein Smaragddrache. Oh, gar nicht gut. Aber ist halt auch ein Smaragddrache, ne? Der hat übelste Death gegen Magieschaden. Wenn ich hier so ein Feuer mache, dann ist das krasser. 700. Ich kann versuchen, meinen goldenen Schwur noch mit dazu zu packen, dass da mehr Schaden macht. Wo bist du? Vor allem ist er voll mobil hier, das ist ja kacke. Bleib mal stehen, my friend. Hey, bleib doch mal stehen. Mann, der ist zu mobil. Wohin springt der vor allem? Wie soll ich denn da hinkommen?
Was machst du da oben? Komm runter. Den beschissensten Drachen von allen ausgesucht. Der ist halt einfach allgemein tanky, ne? Kann das sein? Oh Mann, ey. Wenn das schon hier ist, ne, dann kann ich ja auch mal meine Asche holen. So ist ja nicht. Wenn er schon ins Aschengebiet geht. Ja, die Waffe, also gegen Drachen hier, hat die mich jetzt nicht so. Oh Mann, ist er weg. Also gegen so einen Drachen fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Hol dir mal. Hab ich getroffen? Ja, my friend. Ja, er kommt da. Natürlich. Er kommt. Langsam. Kommt der da nicht raus oder was ist da los? Ich flieg da mal. Aha. Jetzt auf einmal kann er fliegen. Moin Felix, grüß dich. Hoffe, alles gut bei dir. Ja, kein Problem. Mach dir keinen Kopf, keinen Stress. Alles gut. Ich habe echt den beschissensten Gegner ausgesucht. Ja. Oh, so ein scheiß Feuer. Was soll das denn? Wie soll ich da oben hinkommen? Das haut der bestimmt gleich wieder ab. Toll, jetzt bin ich hier bei 1000 Gegnern.
Da ist der. Ja, toll. Kannst du vielleicht runterkommen? Was ist das denn hier für eine scheiß verbackte Kacke? Der steht einfach in der Luft. Soll ich denn da hinkommen? Oh Mann, ey, ist das nervig. Das ist ultra nervig. Das hätten die anders machen sollen. Dann soll er halt nicht sich so krass viel bewegen. Diesen scheiß Move, wo der 1000 Meter weit wegfliegt. Oh Mann. Dreimal da, wo du bist. Oh Mann, ey, jetzt. Das ist so nervig. Ach Mann, das ist so nervig. Komm, ein Schlag noch. Na klar. Na klar. Kann er jetzt. Ey, wenn der jetzt wieder wegspringt, kriege ich die Krise. Boah. Was habe ich mir da für einen Gegner ausgesucht? Also die Drachen, die besiege ich auf jeden Fall nicht mit dieser Waffe. Wieso macht er nichts? Greift er den mal an, oder? Ja, gut, die Waffe hier ist. Gar nicht gut. Das einzige Gute ist, dass er halt übel Frost kriegt, ne? Der ist übel frostig. Chill mal, my friend. Als ob ich keinen Schaden gemacht habe. Was? Sein Moveset ist richtig schwer zu durchschauen, ne? Oh Mann, ey. Oh, wie ich das hasse, wenn die was auf dem Boden und dann wieder raushauen. Mann, dass er auch durch mein Schild die ganze Zeit kommt. Was macht der denn für Magieschaden?
eine Attacke noch. Das gibt es nicht. Alter! Wie wenig Leben habe ich? Alter, wie wenig Leben habe ich? Uralter Drachenschmiedestein. Boah.